Hallöchen und willkommen zu einer neuen Bestrafung. In diesem Monat habe ich echt reingeschissen und muss ganz viele Bestrafungen machen. In der letzten Folge hatten wir ja die Challenge mit Niklas. Wer bin ich? Hab wie immer verloren, ist ja nichts Besonderes mehr. Und er hat sich als Bestrafung ausgesucht, dass ich mir jetzt Ketchup in die Haare schmieren soll. Ich habe mir extra heute auch nicht die Haare gemacht, weil, wie gesagt, ich mir sowieso gleich die Haare waschen gehen werde. Ich habe mir auch noch eine Küchenrolle besorgt, um nicht wieder meine Tastatur voll zu schmieren. Wir haben das ja gesehen beim Ei und ich will das nicht wiederholen. Ich würde einfach mal hier was hinlegen. Es ist immer wieder ein komisches Gefühl, wenn man als 15-Jähriger mit einer Küchenrolle auf sein Zimmer geht. Ihr wisst Bescheid. Barbecue Ketchup. Hashtag Product Placement. Ich weiß nicht, wie viel ich mir in die Haare schmieren soll und wie überhaupt. Erst auf die Hand, die Haargel oder direkt... Ach komm, scheiße, YOLO, Mann. Jetzt einfach... Nee. Das ist nicht sexy, wie ich das hier mache. Ein Barbecue-Ketchup hier am Start. Oh, ich habe schon rumgeschmiert. Scheiße, Mann. Okay, meine Hand sieht schon mal richtig befleckt aus und ich werde mir das richtig durch die Haare schmieren, um zu gucken, wie das hält. Mit dem Eiweiß konnte ich ja auch damals sehen, wie es ungefähr hält. Das war sogar relativ gut. Ohne Mist jetzt. Das hat gehalten wie Haargel. Wie gesagt, bah, meine... Nee, nicht cool. Niklas, also wenn ich irgendwann gegen dich gewinnen sollte, du kannst dir auch was gefasst machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe im Übrigen jetzt eine eigene Playlist für Bestrafungen erstellt, da ich ja im Moment so viele machen muss. Ihr könnt ja dann mal vorbeischauen. Im Optimalfall müsste ich die ganz oben verlinkt haben, falls ihr die anderen Bestrafungen noch nicht gesehen habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.